Hallo liebe Zuschauer, ja, hier ist Junoi und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Let's Show von meiner Seite aus. Diesmal starten wir in das Spiel, das direkt gerade erst herausgekommen ist. Ich glaube, keine Woche ist es her. Ich habe es schon etwas gespielt, deswegen seht ihr auch schon, ich habe die RV6A und ich habe dieses Flugzeug generell jetzt für mich persönlich als Favorit herausgewonnen, weil es schön wendig, flink und geschmeidig geht. Wir würden aber sagen, wir wollen nicht lange mit heißem Brei herumreden. Wir sehen schon, dass die Grafik einfach nur atemberaubend ist. Natürlich wird die jetzt durch den ganzen Aufnahmevorgang etwas sanfter, etwas geschmeidiger, etwas in Weichtönen gestalteter abgegeben und aufgenommen. Aber ich denke mal, euch stört das recht wenig. Denn wir starten jetzt einfach mal unsere Maschine und dafür würde ich sagen, um den Sound euch besser zu demonstrieren, lassen wir kurz mein Verdeck offen. Wir machen mal unsere Propellerleistung auf 100%, natürlich das Gemisch auch auf 100%, sonst ohne Benzineinspritzung kann ja keine Maschine starten. Dann natürlich machen wir unseren Batteriehauptschalter an. Dann folgt natürlich auch gleich der Alternator und kurz danach folgt die Zündung. Also Zündung an und wir erlaben uns an dem Sound. Ja, und schon läuft der Vogel. Und wir machen natürlich kurz einen kurzen Motorcheck. Wir geben kurz Gas. Wir sind auf der Parkbremse. Deswegen können wir kurz auf 50% Leistung. Schauen uns unsere ganzen Zähler an. Läuft alles einwandfrei. Die Temperatur passt. Druck passt. Umdrehung passt. Wir können jetzt den ganzen normalen Checklisten durchgehen. Können wir mal hier Zündung nur auf links einstellen. Wir haben nicht irgendwo einen besonders großen Abfall. Zündung aus, ja, das war fail. Also der Motor läuft einwandfrei, wir haben keine Fehler im System. Das heißt, wir bereiten uns auf unseren Start vor. Als erstes können wir uns natürlich auch die Checkhilfe zurate ziehen. Wir drücken Q, machen die allgemeinen Verfahren auf und würden sagen, wir machen einen normalen Start. Also vor dem Start, Kabinendach geschlossen, Kabinendach wird geschlossen. Treibstoffpumpe haben wir angeschaltet, Fluginstrumente sind eingestellt, Propellergemisch ist auf voll, also reich. Unsere Trimmung ist neutral und unsere Öltemperatur passt. Also würde ich sagen, wir machen die Bremse raus, wie man hier in den Pedalen sieht. Bremse raus und Propeller 100%. Es ist eine lange Piste, das heißt, wir brauchen keine Klappen, die man hier, wie ihr gerade seht, die könnte ich ausfahren. Nein, brauchen wir hier in dem Augenblick gerade nicht. Wir haben die Lichter vollständig an und schwingen uns jetzt mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h Startgeschwindigkeit in die Lüfte. So, diese Maschine, wie ihr seht, ist auch perfekt für den Kunstflug geeignet, da sie eine Beschleunigung hat, die man echt wirklich hier loben kann. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von, naja, 160 km/h, wenn ihr jetzt wirklich geradeaus fliegt und ab und zu mal einen kurzen Sinkflug geht, dass ihr Geschwindigkeit aufbauen könnt. Das ist natürlich alles kein Problem. Flugeigenschaften sind eigentlich für meine Verhältnisse zufriedenstellend. Ihr könnt alles damit machen. Wir können mal ein Looping machen. Ein Looping für euch. Beim Looping ganz oben, okay, das war ein Fail-Looping. Wir machen gleich noch ein Looping. Aber einen schönen Looping, einen, der nicht wirklich um die Ecke geht. So, das Geschwindigkeit aufbauen und einen Looping. Einen schönen Looping, genau, das ist ein schöner Looping. Ich drehe jetzt auch schon wieder etwas zur Seite, weil ich gerade mit meinem Joystick etwas faile. Aber im Endeffekt haben wir einen schönen Looping fabriziert. So, was können wir noch machen? Ja, da diese Maschine eine Treibstoffpumpe hat, können wir sozusagen unbegrenzt auf dem Kopf fliegen. Und das machen wir jetzt gerade mal hier. Der Motor wird nicht ausgehen, wie bei der Standardmaschine, die ich euch auch gleich vorführen werde. Ja, wir fliegen jetzt hier wegen doof rum auf dem Kopf. Und ich würde sagen, bevor wir hier jetzt noch weiter Zeit verschwenden, weil Zeit verschwenden werde ich in den nächsten Folgen, wo ich einfach mal ein paar Missionen euch zeige. Genug. So, wir nehmen die Geschwindigkeit raus, weil wie ihr seht, sind wir bei 140, 130 Knoten und zum Landen brauchen wir eine Geschwindigkeit von 80. So, ich fahre gerade die Klappen raus und höre gleich den Luftwiderstand. Das ist sehr geil animiert. Oder eigentlich nicht animiert, sondern eigentlich sehr geil soundiert, wenn man ja schon fast so will. Klappen sind vollständig draußen, sieht geil aus.
und wir fliegen im Endanflug auf die Piste. Und hoffen auf eine weiche Landung. Concentration. B, ich habe jetzt Flaps Legs. Eine weiche Landung bitte. Eine sehr schöne, sanfte Landung. Sie wäre zwar natürlich noch weicher gewesen, aber ich werde euch dann auch meine harte Landung demonstrieren und da seht ihr, dieses Cockpit kann sich unter anderem ganz schön durchschütteln. Ein neues Feature, was hier auch noch eingebaut wurde, erwähne ich vielleicht gleich am Anfang mal. Ihr könnt euer Flugzeug verlassen. Ihr könnt rausgehen, ihr könnt euch umschauen, ihr könnt es von der Seite anschauen, ihr könnt euch ans Flugzeug ranbacken, dann könnt ihr vorerst eine Weile nicht wegrennen, bis ihr euch weggebackt habt vom Flugzeug. Aber das ist nicht so wichtig. Die lustigste Backfunktion ist immer noch, ihr sitzt im Flugzeug, stellt das alles soweit ein, macht Vollschub und steigt aus. Und sagt eurem Flugzeug auf Nimmerwiedersehen. Schnell wie du. Ach, schade doch nicht. Und da geht es dahin, euer Flugzeug. Und ihr könnt es leider nicht wieder zurückholen. Das heißt, ihr müsst echt M drücken. Ihr seid auf der Karte. Also wenn ihr das Spiel euch auf der Seite runterlädt, das vergebe ich unten noch in den Links an. Und dann habt ihr als Anfangsmission nur Hawaii. Wenn ihr das andere kaufen wollt, das wäre das restliche Stück von hier bis hier. Das wäre das hier Hawaii Pack. Ich glaube, das heißt sogar so. Das kostet euch ein paar Microsoft Live Points. Und ich denke, also die Grafik und Szenerie ist auf jeden Fall saugeil. Ich jump einfach mal kurz hier rein. Nehmen wir dafür ein anderes Flugzeug. Also dieses Flugzeug hatten wir gerade. Das ist der Standard-Skin. Da ich das schon ein wenig gespielt habe, habe ich fast alle freigespielt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Maschine, die man als allererste hat, bevor man sich freigeschaltet hat oder so irgendwas. Wir haben dieses Flugzeug, so sieht's aus. Ich benutze das gleich mal mit meinem Lieblingsskin, den ich gerade eben erst freigeschaltet habe. Das ist die US Coast Guard. Wir tanken natürlich ganz voll. Wir können uns schnell ein paar Logs anzeigen lassen. Hier haben wir ein paar Logs. Es hat ein Cockpit, was für ein Wunder. Passagierkapazität sind 2, also hier in diesem Fall sind es 2 von der US Coast Guard, die suchen. Rotor Durchmesser braucht kein Mensch. Reisegeschwindigkeit ist 157 km/h, maximale Geschwindigkeit, ja. Das könnt ihr euch ja selber durchlesen, das muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Es ist halt einfach nicht so schwierig. Wie ihr seht, ist dieses Flugzeug auch so aufgebaut, dass es eine Wasserlandung durchführen kann. Das demonstriere ich euch dann auch gleich mal. Wir starten jetzt einfach mal in Molokai, geiler Name. Wir starten einfach mal in Molokai auf einem kleinen Privatflughafen mit einer Startpistenlänge von 823 Meter, ein Hartboden, was nicht unbedingt heißt, dass der Boden geteert sein muss. Kann natürlich sein, könnte aber auch natürlich harte Erde sein. So, eigentlich gehen die Ladebalken immer recht schnell in dem Spiel, da könnt ihr euch dran gewöhnen. Habt ihr einmal die Szenerie geladen, geht der nächste Ladebalken innerhalb von 0,3 Sekunden durch. Für das erste Mal eine neue Umgebung rendern, sagen wir es mal so, dauert das seine 20 Sekunden Zeit, aber ich glaube, da könnt ihr mit leben. Der Motor, was euch vielleicht wundert, ist natürlich immer gestartet, der steht immer perfekt ausgerichtet auf der Piste. Ihr könnt euch natürlich auch in der Luft spawnen lassen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier unsere Checkliste durch. Gashebel 0%, Batterie, Hauptschalter an, Zündung ist auf Start, Motor ist an, Gashebel machen wir auf 20%. Da dürfen wir uns nicht weiter bewegen, genau, weil die Schubkraft nicht ausreicht. Wir haben unseren Öldruck auf perfekt, wir haben keine Warnleuchten in diesem Feld hier. Wir rollen sogar schon, wir haben unsere Karte angeschaltet. Wir können natürlich auch in die klassische Vogelperspektivenansicht gehen und ihr seht schon, es ist echt eine geile Grafik. Es ist wie Google Earth, bloß ihr könnt daran fliegen. So, wir sitzen im Flugzeug, machen das Licht an und wir schauen mal kurz raus, damit ihr seht, wie das aussieht. Wir haben das Flugzeug von der US Coast Guard. Ihr könnt natürlich auch wieder das Verdeck öffnen oder aussteigen. Und hier, was ich total geil finde, sind die Lichter. Also ich finde die Lichter hier so den Hammer. Das ist der Brüller. Dieses Flugzeug hat leider keine Klappen, aber damit kann man ja leben. Wir sind jetzt drin, haben alles eingecheckt und haben die Karte aus irgendeinem Grund wieder ausgeschaltet. Haben die Karte wieder angeschaltet, zentrieren unseren Blick mit der Rücktaste. Haben keine Bremse mehr an. Und ich würde sagen, wir starten. Und wir machen mal hier die Kamera an sich Vorbeiflug. Und wir geben Vollschub. Wir machen nicht Vorbeiflug, das mache ich, wenn ich fliege. Wir machen jetzt einfach mal diese Ansicht hier. Wir sind über eine Geschwindigkeit von 52 Knoten. Wir könnten schon seit 13 Knoten abheben. Und ich würde sagen, wir heben sanft ab. Ich hoffe, dass es sanft wird. Genau.
und sind abgehoben und ziehen sofort die Räder ein. Wie es ganz typisch ist bei einem Flugzeug. Kein Flugzeug fliegt mit ausgefahrenen Rädern, außer es hat ein festes Fahrgestell oder es hat aus irgendeinem Grund irgendwelche Macken und kann sein Fahrgestell nicht erfüllen. So, jetzt sehen wir uns gleich mal die Vorbeiflugsicht an. Hui, die laggt bei mir zurzeit noch ein bisschen. Ja, ich spiele auf sehr hohen Grafikeinstellungen, aber das wird leider im Video für euch nicht so deutlich. Wie ihr gehört habt, habe ich gerade die Motorleistung gedrosselt. Das hört ihr. Voller Schub. Seht ihr auch hier oben schön, Gashebel 0%, ich spiele mit Joystick, falls es noch keiner gemerkt hat, was für ein Wunder. Wenn ihr mit Maus spielen würdet, würde in der Mitte das Mausdrossel sein und ihr könnt natürlich so euer Flugzeug auch steuern. Links, einfach nach links ziehen, in der Mitte habt ihr eure Nase zentriert und es wird nur nach eurem Eigengewicht geflogen, das Flugzeug. Ihr könnt nach rechts, ihr könnt nach links, ihr könnt nach unten, ihr könnt nach oben. Das müsst ihr natürlich noch einstellen, X und Y-Achse vertauschen, sonst passiert es ganz klassisch, wenn ihr nach unten geht, geht das Flugzeug halt auch nach unten, wie normalerweise gewöhnt ist. Mit Leertaste kommt ihr aus dem Modus raus. Ich würde sagen, wir machen eine schöne Wasserlandung. Mit 45 km/h Knoten sollte man auf dem Wasser aufsetzen. Ich würde sagen, das tun wir jetzt auch und wir hoffen, dass es eine sanfte Landung wird. Ja, fast. Also war schon einigermaßen sanft. So, wir können es kurz warten, bis das Flugzeug gebremst hat. Ich weiß nicht, wie man auf dem Wasser bremst. Auf jeden Fall weiß ich, wenn man den Motor ausschaltet, bremst man schneller. Habe ich gerade die Räder ausgefahren? Oh. So, und jetzt können wir natürlich auch mal Jesus spielen. Wollte Jesus spielen? Natürlich wollte Jesus spielen, deswegen schaue ich, dass ich jetzt erstmal gelandet bin. Oder aus. Wir stehen still und wir spielen Jesus und können übers Wasser laufen. Juhu! Aber natürlich kann man nicht alles von einem Simulator erwarten. Ist ja logisch. Meine Räder sind ausgefahren. Meine Räder sind gar nicht ausgefahren. Siehst du, sag ich doch. Wenn der Motor ausgeschaltet wird, wird automatisch alles gesettet. Aber das ist halt so. So, wir sind im Flugzeug drin. Wir geben Vollschub. Und kürzen die ganze Sache mal ab, um euch was zu zeigen. Wir setzen unser Flugzeug hierher. Das könnt ihr mit einem ganz normalen Rechtsklick machen, da könnt ihr euer Flugzeug hinsetzen, wo ihr wollt. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr nur dieses Stück von der Karte gekauft habt, also nur die kostenlose Download-Version habt, könnt ihr euer Flugzeug auch hier hochsetzen. Ihr habt diese Inseln drauf, bloß halt in einer miserablen Grafik. Also wir setzen unser Flugzeug hierher, können es drehen, wie wir wollen. Wir drehen es mal so, scheißegal, drücken M. M steht für die Map halt. Wenn ihr M drückt, wird die Karte aufgemacht. Wenn ihr wieder M drückt, wird die Karte wieder zugemacht. Genau an der Stelle, wo ihr gerade euer Flugzeug hingesetzt habt. Dabei müsst ihr daran denken, wenn ihr euer Flugzeug versetzt und dann Escape drückt, kommt ihr ins Hauptmenübildschirm zurück. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, wenn ihr euer Flugzeug versetzt habt, auf der Karte dieses abzubrechen. So, was ich euch zeigen wollte, ist ein Strömungsabriss. Weil mir nicht immer das einfällt zum Abstürzen. Ich will einfach nur abstürzen. Abstürzen, so. Strömungsabriss, wir stürzen ab. Hui. Okay, wir stürzen mal links stylischer ab. Wir stürzen mal so schräg ab. Und wir schauen, dass wir unter Baum treffen und dann ziehen wir hoch. Wir schauen, dass wir einen Baum treffen und dann ziehen wir hoch. Hochziehen. Und da sind wir auch schon abgestürzt. In die Bäume rein. Ihr seht, unser Flugzeug überschlägt es auch schon. Es ist natürlich ein Simulator, aber ich finde es auf jeden Fall eine Verbesserung zum Flugsimulator 2000 irgendwas davor. Weil da gab es diese Unfallanimation immerhin noch nicht. Und jetzt kommt gleich dieses schöne Fenster. Abgestürzt. Mit einem Krankenwagen. Und ich würde sagen, wir tun den Trainingsflug beenden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ihr habt euren Hangar, könnt hier alles auswählen, was ihr wollt. Diese Maschine bekommt ihr auch gratis dazu, da müsst ihr bloß euren Produktschlüssel ins Spiel eingeben. Also wenn ihr das Spiel das erste Mal startet, kommt ihr zu diesem Bildschirm. Hier ist übrigens das Abenteuer Hawaii Play, das ich mir runtergeladen habe. Egal. Dann müsst ihr Position 1 drücken oder es öffnet sich automatisch. Keine Ahnung. Games for Windows Live. Das bin ich zwar jetzt ich angemeldet, aber normalerweise steht dann hier mit Windows Live verbinden. Da klickt ihr drauf. Und dann stellt ihr euch einen Gamer-Account. Ist euer Gamer-Account angelegt, habt ihr eigentlich schon fast alles gemacht. Das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist kurz aus dem Spiel raustappen. Es wurde ein kleines Programm mit installiert, das heißt Games for Windows Marketplace. Das müsst ihr öffnen.
Und das zeige ich jetzt mal kurz. Ich brauche bloß ein anderes Aufnahmeprogramm, um meinen Desktop aufzunehmen. Also wir sehen uns darin und dann zeige ich euch, wie ihr eures Flugzeug freischalten könnt. Und zwar die Boeing PT-17 Stearman. Dafür gibt es natürlich auch wieder lustige Skins. Sind alle ihr Geld wert. Geld wert, in Anführungszeichen. Die kosten kein Geld. Es kosten wirklich, die zwei Flugzeuge sind komplett kostenlos. Das einzige Flugzeug, was Geld kostet, ist das hier. Und das hier ist ein billigeres Flugzeug, das Geld kostet. Das hier gibt es dazu, wenn ihr euch das gratis Hawaii-Pack runterladet. Das Flugzeug gibt es gratis dazu, wenn ihr euch das Hawaii-Pack runterladet. Genau. Ja, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und ihr seht jetzt mal kurz einen Ausschnitt, wie man dieses Spiel freischaltet. Okay, danke. So, als erstes, bevor ihr erstmal euren Produktschlüssel bekommt, müsst ihr auf euren Desktop gehen oder beziehungsweise in euren Ordner oder in euren Explorer rein. Dort gebt ihr in der Suchleiste ein Games for Windows Marketplace. Das ist genau derselbe Satz, wie hier oben auch in der Leiste von dem Anwendungsprogramm steht. Schreibt das einfach ab und dann klickt auf Suchen und dann öffnet das. Danke. Da kommt eigentlich normalerweise ein kleineres Fenster, wo ihr erstmal eure Anmeldedaten reinschreiben müsst und dann auf Login klicken müsst. So, falls ihr kein Xbox Live-Konto habt, müsst ihr euch erst eins erstellen, ist klar. Dann seid ihr automatisch bei Games for Windows Marketplace. Ihr seid auf dem Marktplatz und klickt oben auf Downloads. Bei Downloads seht ihr das Spiel Microsoft Flight. Das ist eigentlich nur das hier. Bei Microsoft Flight macht ihr folgendes. Ihr klickt einmal drauf und dann seht ihr, wer das entwickelt hat, das Zeug. Und dann klickt ihr einfach nur einen simplen Klick auf Spielschlüssel anzeigen. Das mache ich natürlich jetzt nicht, weil dann jeder wüsste von euch, wie mein realer Name ist. Und natürlich auch natürlich, wie mein Spielschlüssel ist. Aber das mache ich nicht, also sehe ich so aus, also bitte. So, auf jeden Fall klickt ihr da drauf, kopiert euch den Schlüssel, drückt einmal ach Gott, ich erkläre es schon wieder, viel zu kompliziert. Ihr tut den Spielschlüssel euch anzeigen lassen, tut es markieren, drückt Steuerung Copy, tappt in euer Microsoft Flight 2012 Spiel rein, fügt es dort ein, geht auf Einloggen und schon habt ihr eure Boeing PT-7 Stearman freigeschaltet. Perfekt und alles in Ordnung. Ich hoffe, ich habe euch soweit geholfen mit meinen kleinen Einführungen in Microsoft Flight. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel und gebt mir natürlich auch eine Rückmeldung. Ich mache jetzt noch ein paar kleinere Let's Shows davon, wie die Missionen sind, wie generell die Grafiken sind. Vielleicht finde ich ein paar kleinere Bugs, aber ich glaube, das Spiel ist so gebugfixed, das hat so ewig gedauert zu verfertigen. Ich bin auch cool im Wörterfinden. Ich denke, da finde ich eher weniger Bugs. Also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich eine Rückmeldung von euch bekomme, wie ihr das fandet. Ich freue mich natürlich über Abos, Likes, Favorisierungen, das müsst ihr selber entscheiden. Ich werde das jetzt nur einmal erwähnen, weil es mir langsam zu lästig wird, das dauernd zu erwähnen. Aber das ist eure Entscheidung. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann müsst ihr das nicht machen. Ihr müsst bloß ab und zu auf meinem Kanal vorbeikommen und schauen, ob euch das gefällt. Wenn es euch dann immer noch nicht gefällt, ja, euer Pech. Vielleicht finden es eure Freunde cool. Fragt eure Freunde und fragt sie, ob sie einfach mal vorbeischauen wollen. Geht auf YouNeu1, in YouTube findet ihr das überall. Unter dem Namen World of Tanks, League of Legends oder Microsoft Flight als neuestes. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis morgen.